Musik ist einfach etwas, was bewegt und vor allen Dingen auch Menschen zusammenführen. Schon uns fünf, wenn man jetzt die Größe der Band anguckt, wir sind fünf Leute und da merkt man das ja auch schon und die Begeisterung ist definitiv immer da. Ein herzliches Grüß Gott zu Vollwert, kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Und heute sind wir im Studio bei Mellow Wave und in Waiblingen. Und ich freue mich sehr, dass ihr, habt zwar eine lange Autofahrt gehabt, aber dass ihr hier gut angekommen seid und dass ihr euch so in den Stuttgarter Speckgürtel gewagt habt, nämlich von Tuttlingen. War es schlimm auf der Autobahn oder ging es so? Es war sehr schlimm. Es waren 2,5 Stunden Anfahrt, sehr viel Stau, die letzte Stunde eigentlich nur um Stuttgart herum. Aber wir sind froh, dass wir da sind. Und da ist gleich ein neuer Song entstanden? Ja, so halbwegs im Gedanken vielleicht. Man fährt Auto, dann denkt man ein bisschen darüber nach, aber jetzt nicht gleich auf Papier. Also auch nicht die Klampfen ausgepackt, wenn man so lange steht oder schiebt? Die packen wir nachher noch aus hier im Studio, machen ein kleines Video, eine Session, genau. Ich habe bei euch ein bisschen reingehört und habe gemerkt, ihr habt einen ziemlich harten, schnellen Rock. Wieso machen junge Leute heute einen harten, schnellen Rock? Ich denke einfach, das kommt auf die Person natürlich selber drauf an, wie die Interessen sind. Und ich denke einfach, man kann da auch einfach gewisse Dinge leben, ausleben, beziehungsweise auch zur Wirkung bringen, die Person dementsprechend abzuholen. Ich denke, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Man hat da einfach auch Spaß dran, ja. Also die Leute bewegen zu können. Und bei uns ist halt eben der Rock, ja. Manche machen es mit Hip-Hop oder eher mit der klassischen Musik. Man kann ja auch die klassische Musik in die Rock-Richtung bewegen, aber... Ich hätte es beinahe gesagt, ihr seid ja die Klassiker unter den heutigen Musikern, wer Rockmusik macht. Ja, da gebe ich dir recht, ja, das stimmt schon, ja. Aber ich denke, der Rock, der stirbt nicht aus. Das lassen wir auch nicht zu. Hatten ja manche furchtbar Angst, dass es plötzlich keine Gitarrenspieler mehr gäbe und ähnliches. Die sahen schon den Niedergang durch Hip-Hop und durch andere Musikarten. Ihr seht es völlig anders? Ich sehe das eigentlich komplett völlig anders. Wir sind jedes Jahr auf dem Southside Festival, als Gäste derzeit noch. Das ist bei uns ganz in der Nähe, das Festival, und da sind immer noch sehr viele Rockbands unterwegs, es sind sehr viele junge Menschen und man merkt, die Rockmusik ist moderner geworden, aber es gibt sie immer noch und ich glaube auch, dass es die noch in 50 Jahren geben wird. Als Gitarrist und als Bassist muss er das sagen, er spielt in der Band. Bass habe ich gehört.
du hast mir vorher erklärt, du hast eine ganz besondere Art, als Linkshänder deine Gitarre zu halten. Genau, also ich habe damals mit 16 mir das selber beigebracht. Damals war das natürlich cool, Gitarre zu spielen. Also ohne Lehrer, ohne alles? Ohne Lehrer, bin aber Linkshänder, hatte damals aber nur eine Rechtshänder-Gitarre zur Hand und habe die dann eben einfach so rumgenommen, wie es ein Linkshänder macht. Die Saiten waren spiegelverkehrt und so habe ich es dann gelernt und dabei bin ich geblieben und so spiele ich auch Bass heute bei Impuls. Und wenn man andere anschaut, schaut man dann am besten über den Spiegel zu, damit man das mechanisch umsetzen kann oder hörst du das dann einfach? Also witzigerweise habe ich weniger ein Problem, bei anderen was abzugucken, als andere bei mir. Viele sagen, bei mir wird ganz schlecht, wenn ich dir zugucke, wie du spielst. Ich verstehe das gar nicht, was da eigentlich passiert. Genau. Aber das liegt nicht an der Musik, denn ihr seid trotzdem sehr harmoniesüchtig, fiel mir auf. Ja, das sind wir auf jeden Fall. Also ich kann auch immer wieder nur betonen, also der Name Impuls wirkt eigentlich durch die ganze Band, durch jedes einzelne Mitglied. Da kann ich nur zustimmen zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ja, seid ihr ein ganz schönes Wagnis eingegangen, das weiß ich. Also eine Einer-Band oder ein Ein-Mann-Projekt, das funktioniert immer, weil man im inneren Dialog nur stehen muss. Bei Zweien kann es schon manchmal heikel werden, aber zu Fünft? Geht es immer gut? Also wir sind eine sehr demokratische Band. Wir haben keinen Chef. Wir haben natürlich einen Frontmann. Das ist unser Aushängeschild. Das ist der Sebi. Mhm. Aber wir sind eine sehr demokratische Band. Demokratie ist nicht immer einfach. Das merken wir auch bei uns. Entscheidungen zu treffen ist oft schwer. Aber ich glaube auch, wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Und dadurch, glaube ich, auch entsteht da auch immer wieder was, das einfach mehr wäre, wie wenn es sich um ein Solo-Projekt handelt, wo dann jemand sich einfach 4 Studiomusiker noch dazu bucht. Das ist eine ganz andere Welt. Wir sind auch Freunde, die miteinander Musik machen und das ist ganz wichtig. Also das muss er jetzt sagen, weil die anderen da hinten sitzen. Genau. Nein, da kann er nicht widersprechen. Die lachen jetzt auch ganz laut und dreckig hier. Aber ich hatte auch den Eindruck, ihr versteht euch nach wie vor ganz gut und es ist nicht nur mehr, sondern ihr schreibt auch die Songs zusammen oder gibt es da dann doch klare Vorgaben? Also ich sage jetzt mal, primär bin ich schon eher derjenige, der die Texte schreibt, weil ich die auch nachher in den Melodien, die ich ja singe, dann oder wo ich dann im Endeffekt meinen Teppich auch noch auf die musikalischen oder instrumentalen Klänge drauflege, schreibe ich dann schon auch eher die Texte selber. Aber auch da gibt es immer mal wieder Unterstützung untereinander, wo man sagt, hey, du könntest doch das vielleicht mal ein bisschen anders betonen oder auch mit anderen Worten bringen. Dann finde ich das auch gut und das ist auch genau das, was dann auch ausmacht, dass wir halt, wie auch Mike schon gesagt hat, wir im Kollektiv wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Ja. Zeit auf der Suche nach einem Smash-It oder mehr. Höre ständig Radio während dem Verkehr. Irgendwie kann ich's nicht finden, das schönste Lied der Welt. Ich wär sauer, wenn es schon jemand kennt und es mir vorenthält. Das ist das schönste Lied der Welt für mich. Es ist nicht auch das schönste Lied der Welt für dich. Das hab ich alles nur getan für dich. In diesem Augenblick. Ja. Es macht immer noch Spaß, gemeinsam in den Übungskeller oder Übungsraum zu gehen. Absolut, absolut. Das ist für mich immer noch nach wie vor immer, wir treffen uns wöchentlich und das ist immer toll. Ich fieber jedes Mal drauf hin. Es macht einfach Spaß. Musik ist einfach etwas, was bewegt und vor allen Dingen auch Menschen zusammenführen. Schon uns 5, wenn man jetzt die Größe der Band anguckt, wir sind 5 Leute und da merkt man das ja auch schon und die Begeisterung ist definitiv immer da. Natürlich gibt es auch mal einen langen Arbeitstag, wo es dann auch schwierig ist. Aber wenn man dann in der Band, also in der Probe dann selber ist, in dem Keller, wo wir auch sind, der ist ja auch legendär. Jetzt muss ich was dazu sagen, wieso legendär?
Naja, also wir proben tatsächlich, wo früher die Bierfässer gelagert worden sind. Wer sich da ein bisschen auskennt, weiß ja auch noch, wie tief das manchmal gegangen ist. Und man muss sehen, unser Proberaum ist 3 Stockwerke im Keller. Also die meisten haben gar keinen Keller mittlerweile mehr, die meisten Häuser. Unser Haus oder besser gesagt der Rittergarten, wo der Proberaum auch drin ist, da geht es wirklich tatsächlich 3 Stockwerke runter. Und da rosten euch nicht die Seiten weg? Nein, also wir haben den Raum natürlich dementsprechend aufgebaut, dass das alles gut funktioniert. Aber vor allen Dingen bei Rockmusik sagt man ja immer gerne, ach, die Nachbarin beschwert sich schon wieder, wenn man zu später Stunde noch laut Musik macht. Das Problem haben wir Gott sei Dank nicht, bei uns hört niemand. Und ihr spielt auch laut oder hört er laut? Wir sind eine ziemlich laute Band, ja. Das Schöne an dem Proberaum ist, Sommer wie Winter 10 Grad. Man muss heizen, aber das Bier muss man nicht kühlen. Das hat natürlich einen enormen Vorteil. Und man muss sich gut warm spielen. Ja, das auch, aber das ist ja kein Problem bei der Rockmusik, ja. Hat keinen Einfluss gehabt auf die Geschwindigkeit und so oder Fingerfertigkeit? Nein. Ich denke eher, das kriegen die Jungs ganz gut hin und wir sind es ja gewohnt, von dem her, das passt schon alles da unten, ja. Doch. Ich meine, das eine ist der Sound, auch wie der Sound und Text zusammenfindet. Das andere ist, was erzählt ihr in euren Liedern? Denn es sind ja tatsächlich immer kleine Erzählungen. Also meine Erzählungen sind eigentlich alltagstauglich oder ich versuche es immer alltagstauglich rüberzubringen oder zumindest die alltäglichen Dinge auch mit in meine Songs oder in unsere Songs beziehungsweise in unsere Songs einzubringen. Natürlich, was ist der Alltag oder was bewegt die meisten Menschen, sind persönliche Dinge, die wie läuft mein Leben, mit welchen Schritten oder was habe ich erlebt in der Vergangenheit, und natürlich, da verarbeitet man natürlich einfach gewisse Dinge, sei es jetzt die Liebe, sei es auch gesellschaftliche Probleme, die im Endeffekt auch da sind, oder auch teilweise auch vielleicht politische Dinge manchmal auch, ja. Das sind so die Dinge, und die versucht man zusammenzubringen aus eigener Erfahrung eigentlich, oder vielleicht auch einfach, wenn man sich mal mit Menschen einfach sich die Zeit nimmt und vielleicht mal einfach einen Schicksalsschlag von Menschen einfach mal sich anhört. Das sind die Dinge, die mich im Endeffekt immer bewegen, auch neue Texte zu schreiben, ja. Zwei Sachen auf. Also wenn ich das mal ganz kurz zusammenfasse. Das eine ist sozusagen das Schulterklopfen, das Mut machen in euren Liedern oder auch das Ermutigen. Schönste Lied für dich, habe ich vorher gehört. Oder das andere ist, trau dir mehr zu, trau auf dich. Ist das wirklich so eine Philosophie, dass man sagt, du hast so viel Kraft in dir? Trägt das auch? Ja, ich habe parallel zur Musik habe ich ein großes Hobby, und das ist Fußball. Und wenn ich da, wenn ich jetzt die Band sehe, ist für mich wie ein Fußballteam. Natürlich nicht mit so vielen Leuten, klar, Fußball spielt man mit 11 Leuten. Aber es gehören ja zu den 11 Leuten nicht nur die 11 Leute, sondern es gehören noch Trainer und die Ersatzspieler und der ganze Verein. Und
die Fans, ja, und auf dem Basis baue ich das meistens auch auf, oder habe ich das Gefühl, bauen wir das auch auf. Wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen, dann wollen wir alle mitbewegen. Wir wollen alle abholen und wir wollen auch allen zeigen, hey, pack dein Leben an und geh voran, ja. Ich hole mal eure neue CD vor. Ihr habt ja schon mal ein Album vorgelegt, aber das ist ja eher eine EP, also ein paar, wie viel sind es? Fünf Stücke zusammen gefasst. Und ich fand es so lustig, dass bei euer Logo IP ja eigentlich hier für die EP besonders gut passt, Impuls. Fünf Stücke, warum wollt ihr ganz bewusst mal ein kurzes Werk auf den Markt werfen oder den Leuten fünf Songs anbieten? Ja gut, ich denke, dann hat auch jeder Song mehr Stellenwert. Das ist natürlich auch oft der Zeit geschuldet. Also es ist nicht so, dass wir nicht mehr Songs hätten. Also wir hatten, glaube ich auch nicht. Wir haben da sehr lange auch diskutiert, welche Songs kommen auf das Album. Und es ist aber sehr breit, das Album. Also wir haben da sehr rockige Stücke drauf, die ja schon teilweise recht modern sind. Wir haben dann aber eben auch wieder Balladen drauf, die auch sehr philosophisch sind, die zum Beispiel auch kritisieren ein bisschen so unsere Zeit, dass man sich heutzutage einfach zu wenig Zeit für sich selber nimmt, dass man mit den neuen Medien sehr stark beschäftigt ist und sich wenig Zeit für sich selber nimmt. Das transportieren wir dann auch in dem Musikvideo, das wir dazu gefilmt haben, wo man auch sieht, wie die Leute ständig am Handy dran sind. Also da nimmt sich keiner raus, machen wir alle. Aber manchmal, so sagt der Song eben auch, nimm dir auch mal Zeit für dich, nimm dich mal raus aus diesem Trubel. Und deswegen denke ich auch, dürfen es auch mal ein paar weniger Songs sein. Im Rolling Stone, also in der Zeitschrift, in dem Magazin, wurde ganz heftig diskutiert, sind die Alben überhaupt passé? Hören die Leute nicht nur noch einzelne Stücke? Macht es überhaupt Sinn, mehrere Stücke zusammenzufassen? Ihr habt es trotzdem gemacht, auch wenn es jetzt fünf sind. Fünf oder zehn spielt ja keine Rolle. Ihr habt mehrere zusammengefasst, weil das sagt, es ist trotzdem eine Gesamtaussage. Ja, ist schon richtig, klar. Aber Mike hat es, glaube ich, auch gerade erzählt. Durch die Medien, die ganzen Mediengeschichten, ist es ja immer so eine kurzweilige Geschichte alles. Ja. Und ich bin da auch ganz nah bei ihm, oder dass wir halt einfach mit fünf Songs einfach mehr erreichen wollten, als jetzt nur mit einem Song, weil das ist auch immer natürlich auch eine finanzielle Geschichte, muss man auch, das kann man, glaube ich, auch dazu sagen, weil wir das auch einfach zeitintensiver oder halt, wenn man die Zeit anbetrachtet, dann einfach versucht, mit einem Song kann man natürlich viel erreichen. Aber mit fünf kann ich auch vielleicht verschiedene Facetten erreichen. Wir haben einfach gesagt, wir haben Bock darauf, wir wollen da euch mehr zeigen. Und ja. Was immer du auch magst, was immer du auch fühlst, was immer du auch denkst, du bist es selbst, der dich lenkt. Was immer du auch magst, was immer du auch fühlst, was immer du auch denkst, du bist es selbst, der dich lenkt. Was immer du auch magst, was immer du auch fühlst. Was inspiriert euch mehr? Sozusagen der Kumpel in der Band oder irgendein Musiker, den ihr gerade gehört habt, ein Song, den ihr gerade gehört habt oder ein Ereignis? Was ist das, was euch da mehr inspiriert?
Also ich glaube, bei uns in der Band ist es so, jeder ist sehr, also wir sind alle sehr unterschiedliche Typen, wie sie teilweise unterschiedlicher kaum sein könnten. Und ich glaube, genauso ist es auch mit der Inspiration. Also jeder zieht die Inspiration, glaube ich, auch aus anderen Dingen, also auch aus anderen Stilrichtungen zum Beispiel. Also wir haben Leute bei uns in der Band, die sind mehr vom Punk beeinflusst oder von den Beatles. Andere sind eher von der modernen Rockmusik beeinflusst. Und man merkt dann auch, was, also wir haben alle auch ein bisschen andere Lebenshintergründe und dadurch sind es einfach andere Dinge, die uns inspirieren. Und das auch wieder ist dann wieder mehr als die Summe, weil dann einfach Dinge zusammenkommen, die dann einfach etwas Neues dann schaffen, genau. Ihr steht alle in unterschiedlichen Berufen. Ich meine, ich nehme an, dass ihr alle ausgelernt seid und schon voll euren Mann jeweils steht. Ja, das kann man glaube ich schon sagen, ja. Also wir sind nicht frisch ausgelernt, wir sind auch kein Stift mehr, nee. Das ist, glaube ich, die Zeiten haben wir hinter uns. Träumen tut man ja immer und ich denke auch von einer großen Karriere oder besser gesagt von einer großen Bühne träumt man immer. Aber Realisten seid ihr auch? Naja, realistisch sind wir auch, klar. Ich meine, irgendwo müssen wir auch das täglich Brot natürlich uns auch verdienen, wie jeder andere auch, ja. Aber nichtsdestotrotz kann man trotzdem sein Hobby auch so leben, dass es dass man auch viele erreicht und hoffentlich vielleicht auch noch ganz viele, dass man schön auf großen Bühnen spielen darf. Das ist schon unser Ziel, aber wir gehen schon alle unsere Berufe nach, ja. Und dann kommt auch sowas in den Song rein, dass ich mich geärgert habe an meinem Arbeitsplatz, oder sind das dann nur die schönen Dinge? Ja, gut. Also bei mir sind es jetzt nicht so die Dinge, die jetzt beruflich bedingt, obwohl ich mit Sicherheit auch einen interessanten Job habe, aber für mich... Er lässt es nicht raus. aber ich glaube, man sollte sich nicht so streng auf eine Richtung, sondern wir sind eher offen, wir sind für alle da und für alle Menschen auch und versuchen das auch in unseren Texten und in unseren Songs, in unseren Melodien auch wirklich jeden zu erreichen. Ja, das ist, denke ich mal, das, was ich dazu sagen kann. Ja. Eure Musik macht Spaß und mir hat Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten, auch mit dem Rest der Band, die da hinten sitzen. An der Stelle muss ich mich leider von euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Und ich sage hier an der Stelle auch ganz bewusst Tschüss zu Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Vollwert kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Auf Wiedersehen. Konzerte auf DVDs, Glück um mich durchs Web, besuche viele Live-Shows, behalte mich wie ein Depp. Wie kann ich's nicht finden, das schönste Lied der Welt? Bitte, bitte zeig es mir, ist das das schönste Lied der Welt? Das ist das schönste Lied der Welt für mich. Ist das nicht auch das schönste Lied der Welt für dich? Das hab ich alles nur getan für dich. In diesem Augenblick.